Freunde, es ist wieder soweit. Ja, wie jedes Weihnachten, wie jedes Jahr an Weihnachten, kommen die ersten panischen Weihnachtsnachrichten rein. Zum Thema, oh mein Gott, oh mein Gott. Freunde, Achtung. Hilfe! Jetzt wird es noch besser. Weiter geht's. Ein draufgesetzt? Es ist noch nicht Ende der Fahnenstange, Achtung! So Freunde, dieses Jahr ist Schluss damit. Schluss! Nicht jedes Jahr das Gleiche. Und deswegen Freunde, ganz wichtig. Aufpassen. Ich erkläre euch jetzt gleich, gut zu gucken, warum ihr keine Angst haben müsst, dass ihr fett werdet. Freunde, jetzt heißt aufpassen. Und zwar, passt mal auf. So. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, zum Durchschnitt nehmen die meisten über Weihnachten 3 Kilo zu. 3 Kilo sind 3000 Gramm, okay? Sind wir uns einig? 3000 Gramm. Also, 3000 Gramm. 3000 Gramm ist also, wenn es jetzt 3000 Gramm Fett wären, dann wären das insgesamt, weil 1 Gramm körpereigenes Speicherfett hat ca. 7 Kalorien, dann wären das mal 7 gleich 21.000 Kalorien. Okay, also ihr hättet dann in den 3 Tagen 21.000 Kalorien angehäuft. Okay, wenn ihr 3 Kilo zugenommen habt. Okay, jetzt geht's weiter. Also, jetzt teilen wir das natürlich geteilt durch 3. Der 21.000 geteilt durch 3 ergibt, okay, 7.000 Kalorien. Das wäre die Tageszufuhr. Jetzt ist es aber so, dass wir ja im Mittelwert, groß, dick, dünn, klein, circa an Weihnachten, wenn wir nichts tun, außer am Sofa rumliegen, circa 1500 Kalorien verbrauchen, okay? Also plus die 1500, weil die verbrauchen wir. Also haben wir hier jetzt eine Zahl von 8500. 8500 Kalorien pro Tag, okay? Das bedeutet, also wenn ihr jetzt panische Angst habt, dass diese 3 Kilo Fett wären, müsst ihr pro Tag 8500 Kalorien zu euch füllen. Wisst ihr, welche Menge das ist? Achtung, jetzt nehmen wir Rot, okay? Also, um 8500 Kalorien pro Tag dazu zuzuführen, müsstet ihr, Achtung, jetzt ist es interessant, ihr kennt die Weihnachtsgans, das Riesenteil, was im Ofen ist, davon müsstet ihr pro Tag 4 Kilo. 4 Kilo Gans. Weihnachtsgans, 4 Kilo pro Tag. Okay? Oder, wenn ihr keine Gans mögt, dann passt auf, der eine andere mag Tiramisu, dann 3 Kilo Tiramisu. So, jetzt kommt der andere und sagt, ich habe gar nichts zu trinken gehabt. Dann machen wir es wieder anders. 8500 Kalorien, da müsstet ihr dann 2 Kilo Gans, 2 Kilo Weihnachtsgans und jetzt gibt es noch was zu trinken dazu, großzügig, circa, Achtung, 6 Liter Rotwein, Freunde, 6 Liter Rotwein dazu trinken. Ich sehe es, Freunde, der Groschen ist gefallen. Ding, er ist gefallen. Freunde, also, ihr dürft entspannt sein, weil, wenn ihr 3 Kilo zugenommen habt, dann sind es definitiv keine 3 Kilo Fett. Und ihr müsst keine Panik haben, dass ihr die nie wieder losbekommt. Und das, was ihr zugenommen habt, ist in der Regel unter anderem auch ein kleiner Anteil Fett mit dabei. Aber der größte Anteil bei den meisten ist Wassereinlagerung. Die Glykogenspeicher laufen über. Und wenn ihr Zucker im Körper einlagert, egal was ihr gestern habt, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Tiramisu, und die werden im Darm verstoffwechselt und gehen dann vom Darm ins Blut, dann müssen die irgendwo hin, weil der Insulinspiegel sagt, Kollegen, Zuckerkollegen, ihr nervt mich, ihr müsst raus.
Und dann gehen diese Zuckermoleküle wohin? In die Muskulatur oder in die Leber. Und was brauchen die, damit die parken können? Richtig, 3 bis 4 Gramm Wasser. So, wenn ihr jetzt übervolle Glykogenlager habt, in der Muskulatur, in der Leber, sagen wir mal, summa summarum, 600 Gramm voll eingepowert habt. 600 Gramm Leber und Muskulatur. So, und jetzt braucht der Körper immer, beziehungsweise die Glykogenlager, Glykogen, ist Zucker mit Wasser. Das heißt, der Körper kann nur mit einer Wasserbindung in der Zelle diesen Zucker einlagern. So, und dazu braucht er 3 bis 4 Gramm Zucker im Durchschnitt. Okay, was kommt hier raus? Mal 3 oder mal 4, zwischen 1800 bis 2400 Gramm kommt hier raus dabei circa, was ihr allein durch die vermehrte Kohlenhydratzufuhr zunimmt. Und deswegen, da ist schon auch bei den 3 Kilo das ein oder andere Gramm Fett mit dabei. Aber die Kohlenhydrate, die Wassereinlagerung, das ist das Problem. Was macht man am einfachsten? Genau. Ihr geht her nach Weihnachten und sagt, 3 Tage lang keine Kohlenhydrate, nur Protein, nur Fett, bisschen Gemüse, unter 40 Gramm Kohlenhydrate, was passiert? 3, 4 oder 5 Tage später, das Gewicht ist weg. Weihnachten hat nicht wehgetan. So, Freunde. Das war's. Rechnen mit Mr. T. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich das alles jetzt so weit wie möglich verständlich erklären konnte. Und bitte euch jetzt, genießt das Weihnachtsfest, genießt den Heiligen Abend, erster Feiertag, zweiter Feiertag und dann rutscht gut ins neue Jahr, start ins neue Jahr. Und ganz wichtig noch, nächstes Jahr. Bitte keine panischen Nachrichten. Das war's, ihr Lieben. Bis bald.